Hermann Müller ist Coach und Kommunikationstrainer. Heute sprechen wir mit ihm über Kommunikation im Geschäftsleben. Herr Müller, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie da sind und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ja, ich mich auch. Prima. Danke. Herr Müller, Sie sind Coach, Sie sind Kommunikationstrainer und Sie bieten in diesem Zusammenhang Workshops an, auch Coachings und Mentoring-Programme für Führungskräfte. Deswegen gleich meine erste Frage so frei raus. Wie wichtig ist denn gute Kommunikation für einen langfristigen Unternehmenserfolg? Ja, also im Grunde schon sehr wichtig, weil die Kommunikation verbindet von drei wichtigen Elementen zwei Elemente. Und zwar ist es der Faktor Mensch als Erfolgsfaktor und der Faktor Material. Und diese zwei verbindet die Kommunikation, gerade in der heutigen Zeit, weil die Unternehmen, die Mehrzahl sind Dienstleister. Und da ist das Material gewandert in die Kommunikation. Also wie die Menschen miteinander interagieren und reden, auch mit dem Kunden oder auch untereinander. Und damit haben wir von den drei klassischen Faktoren zwei praktisch in der Kommunikation drin. Und deshalb Nummer eins. Jetzt habe ich gleich etwas vorausgesetzt, und zwar gute Unternehmenskommunikation. Was ist denn der Unterschied zwischen guter und schlechter Kommunikation? Was ist das eigentlich, ne? Ja, gute Kommunikation. Ja, da gibt es auch den Begriff gesunde Führung zum Beispiel, der da reinspielt, dass wir mit Menschen wertschätzend reden, dass wir Menschen wahrnehmen, dass wir aber auch in unserer Kommunikation Klarheit schaffen, indem wir, sagen wir das wirkliche Erfolgsziel auch benennen, das Leistungsziel und das Handlungsziel. Das sind drei Zielbereiche, die immer in Verbindung in der Kommunikation wichtig sind zu formulieren. Und ganz entscheidend ist, wenn wir mit Menschen was austauschen oder was vereinbaren wollen, dass wir immer so vier Fragen beantworten. Das ist, was, um was geht es? Wer ist beteiligt? Wie machen wir das? Und warum machen wir das? Und schon haben wir eine Klarheit, wo die Menschen sich orientieren können und auch ihr Engagement entfalten können, um im Spiel zu sein. Wie analysiere ich denn als Unternehmen, ob ich eine gute Unternehmenskommunikation habe oder vielleicht auch nicht? Naja, also da gibt es ein klassisches Instrument, und zwar ist es die Krankheitsrate. Ne? Also wenn ich im Unternehmen eine höhere Krankheitsrate habe als andere, dann wäre es schon mal interessant, darüber nachzudenken, woher kommt das eigentlich? Und zu 80% spielt es, wenn man es analysiert, bis zurück auf diese Unternehmenskommunikation letztendlich. Ne? Also die Menschen kündigen nicht wegen der Arbeit, wegen dem Geld, sondern sie kündigen in der Regel zu über 80%, weil die Führungskraft und damit die Unternehmenskommunikation nicht wirklich ein professionelles Niveau hat. Spannender Aspekt. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, der da auch mit reinspielt. Und zwar, man kann es oft beobachten, je schneller ein Unternehmen wächst, je größer es wird, desto mehr geht es ja doch in eine Art Hierarchie, auch ja, in der Kommunikation. Und diese Kommunikation erfolgt dann halt meistens im typischen, klassischen Top-Down-Modell, das heißt in Form von Arbeitsanweisungen. Wie zeitgemäß ist denn diese Art der Kommunikationsweise, wenn man es so nennen möchte, noch? Also wir werden um diese Anweisungen nicht drum herum kommen, weil das sind ja auch im Grunde Regeln, die definiert werden. Das ist wie so das hausinterne Gesetzbuch oder Hausordnung, kann man es auch nennen. Und das müssen wir schon definieren. Was schlau ist dann dabei, in dieser Anweisung halt nicht bloß das als Befehl zu definieren, als Gesetzbuch, sondern es zu kombinieren mit dem Sinn und Zweck von dem Ganzen. Und wenn ich das tue, bin ich schon beim Erfolgsziel, weil die Anweisung beinhaltet in der Regel das Leistungsziel, aber noch lange nicht das Handlungsziel. Und das ist so die spannende Aufgabe, dass die Führungskräfte und Unternehmen lernen müssen, was heißt müssen, müssen wir gar nichts, aber die Anforderung ist, gab mir denn mit der jüngeren Generation die Dinge ein bisschen größer zu formulieren, umfassender zu erklären, sodass die Menschen mitdenken können. Menschen sind heute in der heutigen Zeit erzogen worden dazu, mitzudenken, sich einzubringen. Und das fordern die jüngeren Leute ab. Okay. Da bei diesem Thema würde ich mich gerne noch einen Moment aufhalten. Und zwar, wenn Sie sagen, junge Menschen fordern auch, oder die junge, nächste Generation, die wir jetzt haben, fordert was anderes. Wie haben sich denn die Ansprüche von den Mitarbeitern auch verändert, wenn wir jetzt den Blick auf das Hier und Jetzt werfen?
Ja, sie wollen beteiligt werden. Es gibt viele Studien, die das belegen, dass die Beteiligung der Mitarbeiter einen sehr hohen Erfolgsfaktor ausmachen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die ist schon viele Jahre her, im Projektmanagement von einem großen Automobilunternehmen durchgeführt. Und die haben also zweierlei Vorgehensweisen verglichen, und zwar die klassische hierarchische Steuerung und Führung mit einer heutzutage würde man sagen agil, also sehr in Interaktion ausgelegte Führung. Und es war eindeutig festzustellen, dass diese interaktive Kommunikation ein Vielfaches an Erfolg gebracht hat in diesem Projekt als die klassische Form. Mhm. Und deshalb ist diese Führungskräfte heute so gefordert, immer ein Bild, ein größeres Bild zu zeichnen und nicht nur von sich aus immer zu definieren, was sie für richtig halten, sondern immer mit Beteiligung und dass die Menschen das verstehen können, dass sie wirklich sich einbringen können, dass sie auch gehört werden, wenn sie eine andere Meinung haben, weil das ist dann einfach diese Veränderung und die Chance, die da drin steckt in dieser Dialog, ich nenne es auch gerne dialogisches Führen. Und damit kommen wir mit den Mitarbeitern zu einem erfolgreicheren Niveau als wir mit dem klassischen Weg. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen konkreter werden, ja, also es findet ja eine, oder wir sind mitten in einer Transformation, es ist nicht mehr so, wie es früher war. Was bedeutet das denn für konkrete Aufgaben für die Führungskraft? Also früher wissen wir, wir mussten leiten und führen und auch viel weitergeben, aber wie haben sich denn die Aufgabenbereiche jetzt geändert für eine Führungskraft? Was muss er denn mehr machen, anders machen? Anders machen. Mehr eher nicht, sondern anders. Und das ist die Herausforderung. Führungskräfte müssen einfach viel mehr in Interaktion sein mit ihren Mitarbeitern. Sie müssen regelmäßig, lieber häufiger, kurzfristiger mit den Mitarbeitern sich austauschen. Ich sage mal, täglichen Kontakt haben, um letztendlich einfach immer das Ohr am Mitarbeiter zu haben, um dann eine Rückmeldung zu bekommen und damit das Ganze zu steuern. Das ist schon ganz anders halt, ne? Weil der Führungskraft ist nicht mehr der Befehlsgeber, der im oberen Bereich sitzt, sondern der bewegt sich. Ne? Früher hat man so ein bisschen spaßig gesagt, Management by walking around. Ist also auch nicht so neu, aber jetzt ist es wirklich gefordert von den Führungskräften, den Kontakt zu haben und mit den Mitarbeitern sich auszutauschen. Und damit entsteht zwangsläufig auch Wertschätzung, weil ich signalisiere Interesse an der Meinung des Mitarbeiters und damit erzeuge ich einfach auch Engagement und Eigeninitiative und auch Zuverlässigkeit und all diese Dinge, die wir eigentlich uns wünschen als Führungskraft vom Mitarbeiter. Okay. Wie kann denn die Unternehmensführung ihre Führungskräfte unterstützen, da auch die notwendigen Kompetenzen aufzubauen? Vielleicht auch bei Führungskräften, die schon lange im Unternehmen sind, die vielleicht noch nach anderen Strukturen gearbeitet haben, wo man jetzt aber feststellt, so richtig gut läuft das nicht mehr. Vielleicht ist die Krankheitsrate hoch. Wie kann ich da so ein Umdenken erzeugen? Ja, das ist eine spannende Aufgabe. Und also die Führungskräfte, wenn sie daran arbeiten wollen, und dann sprechen wir im Grunde über die Kultur des Unternehmens. Alles, was wir so tun, fließt in die Kultur rein. Es gibt dann noch drei weitere Bereiche. Es gibt die Strategie, die Struktur und auch noch, wie wir die Ausführung machen. Das sind also die vier klassischen Bereiche. Aber die Kultur, wenn man das analysiert, ist der Treiber für die anderen. Ne? Und wenn sie da ansetzen wollen, dann ist es immer gut, zuerst ein Führungstraining durchzuführen, um eine Führungskultur zu definieren, dass alle im gleichen Sprachwelt und gleiches Verständnis haben und dann mit den Führungskräften einzelne Maßnahmen zu durchzuführen, ein Coaching für spezielle Themen beim Einzelnen oder ein Mentoring, wo man eine Führungskraft über einen längeren Zeit, halbes Jahr oder Jahr begleitet, um in dieser definierten Kultur dann auch wirklich ein Niveau, ein potenziell professionelles Niveau zu bekommen. Das ist so die Herausforderung. Und das ist natürlich eine Investition und kostet Zeit, aber das ist gut investiert, weil das muss ich nicht jedes Mal tun, sondern das mache ich einmal und dann habe ich einen Status und dann, wenn jemand neuer dazukommt, dann brauche ich bloß noch diese einzelne Person und vielleicht mal beim einen oder anderen nachschärfen und schon habe ich eine wirkliche Professionalität im Unternehmen. Ja, und es ist ein spannender Prozess, der angegangen wird und sicherlich auch für die jeweiligen Führungskräfte was Neues. Ja, aber so kann man ja auch nochmal ganz anders mit dem Unternehmen und mit den Mitarbeitern zusammenwachsen. Ja, das ist die Chance, ja. Herr Müller, schön, dass Sie heute da waren. Vielen Dank. Gerne. Danke.